Mit Kai-Messern besitzen Sie ja schon eine der höchsten Qualitäten, was Ihre Messer betrifft. Die sind super scharf. Ich denke, Sie möchten aber auch, dass es lange so bleibt. Deswegen ist mir wichtig, richtig schleifen. Was ich jetzt hier aber kann man schon sehen, ist ein einseitig geschliffenes Messer. Dafür würde ich Ihnen vorschlagen, am besten einen Wetzstein zu benutzen. Ich habe hier vorne mehrere liegen. Hier kann man schon sehen, verschiedene Farben und verschiedene Körnungen, gekennzeichnet hier durch Zahlen. Was ich jetzt hier habe, ist eine 800er Körnung, die ist schon etwas grober. Die ist gedacht, wenn ich mal wirklich eine Macke im Messer habe, das Messer ist mir runtergefallen, ich bin an Knochen dran gekommen, um diese Dellen oder Ecken wieder rauszuarbeiten, würde ich hiermit arbeiten. Danach, um den richtigen Schliff oder Feinschliff reinzubekommen, brauche ich eine feinere Körnung, was ich hier habe, in Form von 3000. Was es aber auch gibt, sind Kombisteine, das kann man hier schön sehen. Hier habe ich einmal 300 und 1000 in einem. Das würde bedeuten, ich fange auf meiner Unterlage, die ist rutschfest an, erst das grob zu schleifen und würde dann wechseln auf meine 1000er Körnung und hätte so einen feineren Schliff. Je feiner die Körnung ist, umso besser kann ich das Messer aufstellen, umso schärfer bleibt das. Das heißt, die Steigung hierzu wäre dann hier ein 1000er und zum Schluss ein 6000er Schliff. Da kann man auch sehen, er ist fast weich oder glatt wie ein Kinderpopo. Aber wie schon erzählt, hier ist es recht einfach, das Ganze zu handhaben. Durch den Winkel ist mir mein Grat schon vorgegeben, in den ich schleifen darf. Habe ich jetzt ein zweiseitig geschliffenes Messer wie dieses, da würde ich sagen, ungefähr halber Daumen oben drauf legen. Und dann ist wiederum wichtig, wie schon gezeigt, immer gegen die Klinge. Aber eine schöne Alternative, was ich gerne benutze, ein elektrischer Schleifer. Da hat Kai extra für diese Messer eine Maschine entwickelt. Vom Prinzip ist sie ähnlich, nur mit Strom. Ich habe hier vier Keramikrollen, die drehen sich gegen das Messer. Das Messer wird einfach nur durchgezogen. Das wäre jetzt mein Grobschliff. Nachher eigentlich nur wechseln. Und hier habe ich für eine Poliereinheit zum Schluss nochmal drüber gehen und wiederum das Messer durchziehen. Für mich ein rundum sorglos Paket.